Seit 2004 verkauft sich der Hyundai Tucson intergalaktisch gut und Generation 4 sieht aus, als hätte Darth Vader höchst selbst ein SUV designt. Das exakt 4,5 Meter lange Geländeraumschiff mit der markanten Lichtsignatur wird traditionell als Diesel- oder Benziner mit Front- oder Allradantrieb angeboten. Unser Testwagen verfügt dagegen über ein völlig neu entwickeltes Plug-in-Hybrid-Triebwerk. Eine fast 14 Kilowattstunden große Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht in der Praxis über 50 Kilometer lokal emissionsfreies Fahren. Ordentlich Ladekapazität bietet auch der Kofferraum. 1,8 Kubikmeter Gepäck fasst der Tucson und der Innenraum bietet die neuesten Innovationen in Sachen Konnektivität und Sicherheit. Von BlueLink bis zum Center Airbag, der in der Fahrzeugmitte Fahrer und Beifahrer schützt, der Tucson hat's. Und zwar gediegen und perfekt verarbeitet. Jetzt geht's aber erstmal an die Steckdose. Der Onboard-Lader versteht sich mit Wallboxen und öffentlichen Ladesäulen und ermöglicht eine Ladeleistung von 7,2 kW. Je nach Fahrsituation schaltet der Hyundai Tucson nahtlos zwischen Benzin- und Elektroantrieb um. Beim Bremsen wird die Batterie wieder aufgeladen, das verlängert wiederum die Gesamtreichweite. Auch beim Hyundai Tucson habe ich schon einige Modellgenerationen mitbegleiten dürfen. Und das Spannende beim Tucson ist immer, er findet sich immer wieder neu. Und die neueste Generation des Hyundai Tucson, die trägt in der Top-Ausstattungslinie nicht umsonst den Namen Prestige Line. Dieses Auto ist ein Alleskönner, ein Schweizer Taschenmesser auf vier Rädern. Sitzheizung und Sitzbelüftung in den Ledersitzen, hinten auch beheizt. Also dieses Auto erfüllt nahezu jeden Traum. Es gibt für die hinteren Passagiere Rollos, alles wie in der Oberklasse und so ist auch das Fahrgefühl. Ich habe noch nie einen Plug-in-Hybrid gefahren, der sich so schlüssig fährt, wo man einfach nicht mehr mitbekommt, setzt jetzt gerade der Elektromotor ein oder fahre ich gerade mit dem Verbrennungsmotor. Jeder Millimeter am Gaspedal wird sofort in Beschleunigung oder in Geschwindigkeit umgesetzt. Die Lenkung ist super verbindlich, das Fahrwerk ist ausgewogen. Es gibt drei verschiedene Drive-Modi für den Allradantrieb, das heißt, das Auto ist auch wirklich schlechtwegetauglich und kein Stadt-SUV. Also ist ein Auto, wie man es sich nur wünschen kann. Wahrscheinlich irgend so was wie ein Bernhardiner auf vier Rädern mit Elektroantrieb. Die Geländetauglichkeit wurde dem neuen Hyundai Tucson übrigens in Tschechien und am Großglockner anerzogen. Die 350 Newtonmeter Systemdrehmoment werden entweder per Schaltpedals oder automatisch an den H-Track-Allrad weitergereicht. Und ein Multikamerasystem ermöglicht zentimetergenaues Manövrieren. Ein absolutes Novum ist der Totwinkelassistent, der beim Blinken aktiviert wird und die Fahrzeugumgebung im Tachofeld anzeigt. Wie teilt sich ansonsten die Leistung im neuen Hyundai Tucson mit dem Plug-in-Hybrid auf? Wir haben einen 180 PS 1600er Benzinmotor und den unterstützt ein 91 PS Elektromotor. Gesamtsystemleistung 265 PS, da geht wirklich was weiter, besonders im Sportmodus. Der neue Hyundai Tucson 1,6T GDI PHEV kostet, wie hier gezeigt, in absoluter Vollausstattung ohne Abzug der Förderungen rund 51.000 Euro. Für Sie steht er ab sofort für eine Probefahrt im Autohaus Slavicek bereit.